Guten Tag und willkommen zur ZIP um 17 Uhr. Zum ersten Mal hat sich jetzt der oberste geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei zu den Unruhen im Land geäußert. Er bezichtigt die USA und Israel, dahinter zu stecken. Den Tod einer 22-jährigen Frau in Polizeigewahrsam, der die landesweiten Proteste ausgelöst hat, bezeichnet er als einen traurigen Zwischenfall. Die letzten Wochen und Monate waren vielfach von beunruhigenden Wirtschaftskennzahlen bestimmt. Große Teuerung, höhere Zinsen, explodierende Energiekosten und geringes Wirtschaftswachstum. Aber heute kommt eine wichtige Kennzahl, die zum Glück so gar nicht zur schlechten wirtschaftlichen Stimmung passt. Tarek. Eine Woche nach der Landtagswahl in Tirol starten ÖVP und SPÖ Koalitionsverhandlungen. Das ist heute nach einer Reihe von Sondierungsgesprächen auch mit anderen Parteien vereinbart worden. Nach Schwarz-Grün wird damit also eine schwarz-rote Koalition im Tiroler Landtag sehr wahrscheinlich. Nach dem russischen Präsidenten Putin hat nun auch das Moskauer Parlament wenig überraschend dem völkerrechtswidrigen Anschluss ukrainischer Gebiete an Russland offiziell zugestimmt. Alle EU-Staaten sollen gemeinsam gegen illegale Migration kämpfen. Das fordern heute die Innenminister der Slowakei, Tschechiens, Ungarns und Österreichs in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die Außengrenzen der EU müssen gestärkt werden. Zugleich wird auch an den Binnengrenzen wieder verstärkt kontrolliert. Trotz Krisen und Unsicherheit entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Österreich weiter erfreulich. Die Arbeitslosigkeit bei uns liegt auf dem niedrigsten Septemberstand seit 14 Jahren. Vor diesem Hintergrund starten heute in Wien die Metaller in die offiziellen Lohnverhandlungen. 5 Jahre Haft für einen besonders brutalen Einbruchsdiebstahl, so lautet ein Urteil heute in Klagenfurt. Aktuell noch 5 berichtet, Stefan. Und wir blicken zum Abschluss der Sendung jetzt noch auf die Wetterkarte. Gemeinsam mit Tarek Leitner melde ich mich wieder um 19.30 Uhr. Bleiben Sie jetzt dran, es geht gleich weiter mit Aktuell nach 5. Wiedersehen.